Werte Harmonika-Freunde, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man am besten mit unseren Lernvideos vorankommt und welche Tricks und Tipps es beim Abspielen, beim Lernen gibt. Also, schauen wir mal gleich rein auf meinen Desktop und ich darf euch das Ganze jetzt präsentieren. Ja, hier sind wir jetzt auf meiner Startseite, habe mich bereits eingeloggt mit meinem Account und ich gehe jetzt mal rein in meinen Account, mein Konto. Und dann geht eine Seite auf mit einigen Reitern, was die Bestellungen betrifft, Adressen und so weiter. Ganz rechts draußen, sehr, sehr interessant, mein Video. Hier könnt ihr euch aufnehmen beim Üben, beim Lernen und das Video uploaden und wir geben dann ein entsprechendes Feedback. Dient eurem guten Lernerfolg. Jetzt schauen wir mal rein unter meine Lehrer. In diesem Bereich seht ihr alle von mir ausgewählten Lieder. Ich habe noch wenig gelernt. Das nehmen wir mal her. Zum Beispiel, ich schicke dir ein Busserl. Klicken wir hier drauf auf Lied jetzt lernen. Ja, dann kommt ihr jetzt zu den einzelnen Lerneinheiten. Als allererste Lerneinheit bei diesem Titel, da wird das Lied einmal von Marco vorgespielt. Wenn ich dann weiterklicke, hier rechts unten, dann gibt es jetzt eine Auflistung der einzelnen Lerneinheiten. Und immer für die GCFB-Stimmung und für die FBSA-Stimmung. Wenn wir jetzt da draufklicken, dann seht ihr diese Lerneinheit. Ich habe den Ton jetzt leise gemacht mit geteiltem Bildschirm. Und das Besondere ist, ich kann also jetzt einen Vollbildschirmmodus anzeigen. Und wenn ich das wieder zurückhaben möchte, drücke ich die Escape-Taste auf der Tastatur. Wir wollen es aber vielleicht doch noch groß haben. Können hier unten die Lautstärke des Videos einstellen. Und dieses Rädchen, eine Besonderheit von unseren Lernvideos, hier kann ich sogar die Geschwindigkeit einstellen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte, dass der Marco um die Hälfte langsamer spielt. Dann sehe ich natürlich ganz genau, wo er hingreift. Also ein besonderes Feature, das unsere Seite bietet. Stellen wir dann wieder ein auf Normalgeschwindigkeit und können es auch wieder kleiner machen. Und angenommen, ich habe diesen ersten Teil jetzt durchgearbeitet, dann klicke ich entweder auf Komplett oder gehe weiter auch zur zweiten Lerneinheit. Schicke dir Busserl, zweiter Teil. Und so kann man sich Teil für Teil durch unsere Videos durcharbeiten. In diesem linken Bereich sieht man die einzelnen Sektionen aufgeführt. Zum Beispiel gibt es manchmal auch Specials dabei, wie zum Beispiel eine Textdatei oder es gibt so ein Halbplayback mit Gitarre, Zierhodel und Bass. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und sollte es Fragen geben, bitte zögert nicht, schreibt uns eine E-Mail oder eine Nachricht auf unserer Seite und wir werden jede Anfrage natürlich bestmöglich beantworten. Alles Gute und viel Spaß und viel Erfolg!